Eines sei vorweg gesagt, der Star des Abends ist, und wenn man ihn mit einem Oscar für sein politisches Schaffen im Jahr 2014 geehrt hätte, wäre er auch nicht frenetischer gefeiert worden, unser Christian, der Bärenreiter. Die Lichtgestalt im Landratsamt. Landrat Christian Bärenreiter der Erste und Chef des Sozialamts vom Balkan, gell? Bald seit 13 Jahren im Amt, ach was, in einem seiner vielen Ämter. Landrat ist er, Präsident des Bayerischen Landkreistages, Verwaltungsratsvorsitzender Donau-Isar-Klinikum Deggendorf-Dingolfing-Landau GKU. Und der neueste Schrei, Naturschutzbeirat. Ja, wenn sich der auf Nacht ins Bett legt, der weiß ja in der Früh gar nicht mehr alles, wo er überhaupt aufsteht. Wird er schon von Anbeginn des Mietrachinger Nockerbergs aufs Herzlichste derbleckt. Doch Bärenreiter ist ein hausmännisches Kommunikationsmultitalent mit staatstragender Funktion. Der Putin beschwert sich über den Obama, weil er der halt einfach nicht versteht, hat er gesagt. Sie sprechen halt einfach nicht die gleiche Sprache da. Kommen Sie nochmal her. Genau, Simon. Herr Präsident, Landrat Bärenreiter, Sie haben Verständigungsprobleme. Für solche Probleme habe ich bereits die perfekte Lösung. Das habe ich schon ausführlich mit meinem bulgarischen Studenten ausgetestet. Schauen Sie einfach am Montag Donau TV an. Das wird eine, Mr. Putin. Ich bin ja in der Vorstandschaft als Schriftführer tätig und es ist immer schwierig, jemanden zu finden, der sich bereit erklärt, darauf zu gehen und was zu machen. Aber dann die Ähnlichkeit, also ich habe das Pech oder das Glück gehabt, dass ich am ähnlichsten schaue. Ich bin zwar ein bisschen älter wie er, aber man kann sich dann vielleicht einen anderen vorstellen, wie er mal in 10 Jahren ausschaut. Doch der Debleckte nimmt's gelassen und gibt die Schuld am Rummel um seine Person lieber einem anderen. Das Double vom Herrn Oberbürgermeister, haben wir ja gehört, ist in Brasilien und Argentinien. Da hat man sich ein Ersatzprogramm einfallen lassen müssen und darum habe ich den Vorzug bekommen. Apropos Bier. Nicht zu vergessen, der Nockerberg mit seinem ersten Starkbier der Saison hat einen ernsten Hintergrund. Schließlich läutet er quasi die Fastenzeit ein, was jedoch nicht den Diskussionsverzicht über so manche Deggendorfer Bauvorhaben mit einzuschließen scheint. Ganz wichtig für mich, Herr Professor Dr. Grabmeier-Georg, passt die Hänge so, wie ich stehe, oder soll ich ein bisschen kleiner machen? Ihr braucht auch die Hälse nicht drehen und schauen, der Herr Karl ist heute nicht da. Es liegt aber nicht an uns. Wir haben an der Einlasskontrolle bei der Security extra Beutel ausgegeben, damit sie ihm den Zutritt nicht verwehren wie in seinem eigenen Eisstadion. Hier, aber der Name für das Viertel ist eine blöde Wahl, weil es müsste doch heißen unterm Karl. Oh mei, ich kann's nicht fassen, jetzt wollen's mich nicht so hochbauen lassen. Na bitte, geht doch. Und da hatte einer fast schon Angst, es würden ihm die Themen ausgehen. Doch der Erfolg spricht wieder einmal für sich. Ich habe nach Weihnachten zu schreiben begonnen und hatte Angst, dass ich keinen Stoff habe und war dann überrascht, wie viel Stoff es war und habe dann jetzt am Schluss sogar Dinge wieder rausgenommen. Also 2014 unterm Strich, absolut zufrieden vom Stoff. Die Herren Politiker und die Damen Politiker dürfen so weitermachen. Na dann, Prost!